Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier in meiner Küche. Ganz viele von euch hatten sich mal wieder ein Kochvideo gewünscht als kleine Inspiration, um zu sehen, was ich so koche, jetzt in diesem Fall an einem Sonntag. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video und los geht's! Also gut, dann starten wir mal durch. Ich habe den Kürbis klein geschnitten, den Hokkaido-Kürbis. Da kann man ja eigentlich die Schale mit essen, aber wir haben einen etwas hässlichen Kürbis gekauft und deshalb habe ich die Schale abgemacht. Habe das Ganze jetzt mariniert mit Olivenöl und habe Knoblauch rein. Das Ganze kommt jetzt auf ein Backblech und dann in den Ofen. Kartoffeln habe ich schon geschnitten. Da kommt der Kürbis nämlich dann rein. Ansonsten wird es heute Schweinelämmchen geben im Speckmantel mit Spätzle. Ja, ich mache keine selbstgemachten heute. Die kommen einfach nur in die Pfanne. Es geht super schnell und meinen Jungs schmeckt es eben. Dann mache ich noch einen Salat dazu und diesen Käse hier, den brauche ich dann für mein Kürbisgericht. Und die Zwiebel, die schneide ich jetzt auch noch klein. Die kommt dann auch noch hier rein. Und während der Kürbis im Ofen ist, mache ich mit den Schweineländchen weiter. Hier ist mein Speck. Davor muss ich aber das Fleisch noch würzen. Hier habe ich mein Salz und das Gewürz und das Olivenöl. Das erhitze ich jetzt auch gerade schon mal, damit das Fleisch dann eben da rein kann. Ihr könnt das Ganze natürlich so würzen, wie es euch eben am besten schmeckt. Also Pfeffer und Salz und ja, Paprikagewürz, was ihr eben bevorzugt. Ich habe jetzt einfach nur den Speck umwickelt und jetzt kommt es, wie gesagt, in die Pfanne. Und jetzt geht's mit dem Salat weiter. Salatblätter habe ich jetzt einfach in mundgerechte Stücke gerissen, gewaschen. Und jetzt schneide ich noch die Tomaten und die Gurke klein. Rote Zwiebeln habe ich auch noch für den Salat geschnitten. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt wegen dem Gebrutzel da drüben. So, meine Lämpchen habe ich jetzt angebraten. So sieht es jetzt von der Seite aus. Richtig schön kross. Und das kommt jetzt hier in meine Auflaufform. Und die Soße, die mache ich hier heute mal mit diesem Rinderfond. Jetzt lasse ich das aber erstmal noch köcheln, damit die Schweinelende dann eben auch durch ist. Nicht zu durch natürlich, sonst wird es zäh das Fleisch und dann mache ich die Soße weiter. So, und das Ganze kommt jetzt in meinen Mulex Kontaktgrill. Machen wir noch den Deckel zu. Klappe zu, Affe tot. Jawohl. Das bleibt jetzt hier drinnen und in der Zwischenzeit packe ich noch den Kürbis in den Ofen. Also mein Kürbisauflauf sieht jetzt so aus. Ich habe noch Tomatensauce rein, und zwar diese hier, die ist von meinen Eltern aus Italien, die machen die ja immer selbst, also nicht wundern, dass die hier in so einer Flasche ist. Dann habe ich den Schafskäse, also den Feta, quasi in Würfel geschnitten. Das ist mir jetzt allerdings ein bisschen zu wenig, deshalb habe ich jetzt hier noch eine neue Packung. Den würfel ich jetzt eben auch und lege ihn dann noch drauf. Ansonsten habe ich noch Gemüsebrühe rein und genau die Zwiebeln, die roten, die habe ich euch ja schon gezeigt. Kartoffeln sind drin und dann kommt das Ganze, wie gesagt, in den Ofen. So, während das Fleisch im Mulex ist, beziehungsweise das Gemüse im Ofen, habe ich den Salat schon mal weitergemacht. Also ich habe noch ein Ei gekocht und die Tomaten, Gurken klein geschnitten, hatte ich euch ja vorhin gezeigt. Ich habe jetzt das Dressing schon vorbereitet. Ich habe immer so kleine Gläschen. Da fülle ich eben alles rein, schüttel das Ganze und dann gebe ich das über den Salat und richte es dann auf so einer Platte eben an. Das mache ich dann aber immer ganz zum Schluss, damit der Salat eben nicht so zusammenfällt wegen dem Dressing. Ja, jetzt schauen wir mal nach der Schweinelende. So sieht die jetzt aus. Ist fertig. Soße noch ein bisschen verrühren. Also so sieht der Tisch jetzt erstmal aus. Ich bin aber noch nicht ganz bereit. Da sind die Spätzle, Reis für den Kürbisauflauf. Hier ist die Schweinelende. Hier habe ich nochmal Soße gemacht. Da ist auch noch eine Soße. Und der Kürbisauflauf, der kommt jetzt auch gleich noch. Und Nudeln habe ich noch separat abgekocht, weil ich die Befürchtung habe, dass diese Spätzle nicht ganz reichen werden. Und ich hatte keine mehr. Jo, genau. Die hole ich jetzt auch gleich. So, da ist ja der Kürbisauflauf. Wie gesagt, dazu gibt es den Reis. Man könnte auch eine Scheibe Brot dazu essen. Ihr hört die Brotschneidemaschine gerade. Also wir lassen es uns jetzt schmecken. Meine Männer haben schon angefangen.
So, lecker war's. Jetzt gibt es noch einen Nachtisch, den bereite ich jetzt zu. Meine Männer sind allerdings gerade Motorradfahren. Das passt ganz gut. So habe ich jetzt eben Zeit, das hier noch vorzubereiten. Ich habe jetzt einfach 3 Äpfel klein geschnitten, habe Zimt drauf und Zucker. Hier ist mein Blätterteig. Das kommt jetzt aber erstmal in eine Pfanne mit etwas Butter. Das erhitze ich und dann kommt es eben hier drauf. Dann falte ich das zusammen und dann kommt das in den Ofen. Aber erst kurz bevor die Männer dann hier sind, damit sie den schön warm essen können. Und Sahne schlage ich dann auch noch dazu. So, also die Apfelstückchen habe ich jetzt rein, Ei drauf und eingeschnitten. Okay, ab in den Ofen. Und hier ist das Ergebnis. Apfelstrudel, Sahne, Kaffee. Und wir lassen es uns jetzt schmecken. Es ist allerdings auch schon nach 5. Ja.